Ordnung fortsetzen und uns mit den gemeinsam zu behandelnden Tagesordnungspunkten 7 und 8 beschäftigen. Das Thema Robert-Rhodn-Kantine. Hier haben wir uns mit Stefan Kühn auch geeinigt, dass er kurz die Vorlagen einbringen würde. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Und es wurden diesmal Bündnis 90 die Grünen anfangen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit beiden verbundenen Vorlagen bitten wir um Zustimmung für den Ankauf des denkmalgeschützten Gebäudes der Robert-Rhodn-Kantine, ein wichtiges Gebäude für die sogenannte Ostmoderne, ein Gebäude des ehemaligen Robert-Rhodn-Kombinats, das die Wiege des heutigen Silicon Saxony ist, also auch nicht nur baukulturell ein wichtiges Objekt. Was wollen wir aus der Robert-Rhodn-Kantine machen? Wir wollen dort eine städtische Galerie für Gegenwartskunst einrichten. Das heißt, das Kunsthaus Dresden wird das Objekt künftig nutzen und seinen derzeitigen Standort auf der Renitzgasse aufgeben. Es wird der nun dauerhafte Ort für die Ostrale, die Biennale für zeitgenössische Kunst, die nun, wenn man so will, sesshaft werden kann, über Jahre immer wieder gezwungen, neue Orte zu finden für die Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Die Robert-Rhodn-Kantine kann so ein Nukleus werden für eine Entwicklung der Lingner Stadt. Wir werden in den nächsten Jahren eine Bebauung erleben an der Zinzendorfstraße, an der Lingner Allee und wird ein sichtbarer Belebung des Quartiers vis-à-vis zum Deutschen Hygienemuseum ermöglichen. Wir erhalten dafür 1,5 Millionen Euro Spenden von der Familie Arnold, zweckgebunden für die Sanierung der Robert-Rhodn-Kantine. Dort werden wir eine erste Realisierungsstufe vornehmen können. Sie wissen, dass damit verbunden ist, im derzeitigen Objekt des Kunsthauses ein Haus der Brücke einzurichten, und insofern zieht das Kunsthaus in die Robert-Rhodn-Kantine. Wir wollen, und das ist auch Gegenstand des Beschlusses, einen Antrag stellen im Rahmen der nationalen Projekte des Städtebaus. Ich habe gesagt, das ist eins der wichtigen Objekte der Ostmoderne, von denen es auch nicht mehr so viele gibt. Wir glauben deshalb, dass wir auch sehr gute Chancen haben mit diesem Projekt. Insgesamt gehen wir von 9 Millionen Sanierungskosten aus. Auch wenn das einige in Frage stellen, will ich nochmal deutlich sagen, die Planung, die es seinerzeit im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung gab, waren andere Pläne für die Nutzung. Andere Nutzungen haben andere Gebäude Kosten nach sich gezogen. Wir können mit dem denkmalgeschützten Objekt Stück für Stück sanieren, dem Gebäude die Patina halten. Also es wird keine sozusagen Luxussanierung werden, und deshalb werden wir mit den 9 Millionen auch auskommen und nicht diese Beträge, die damals bei der Kulturhauptstadtbewerbung aufgerufen worden sind, brauchen. Das Objekt wird natürlich, weil es größer ist, für das Kunsthaus andere Betriebskosten haben. Das haben wir auch, glaube ich, transparent und deutlich gemacht. Gleichwohl gibt es ja in dem Objekt weitere Nutzungsmöglichkeiten. Eins ist ja auch im Bauausschuss mit beschlossen worden. Wir werden dort einen attraktiven Ort haben, nicht nur für zeitgenössische Kunst, sondern eben auch für Veranstaltungen aller Art, die dann auch sozusagen einen Finanzierungsbaustein leisten können. Insofern bitten wir um Zustimmung, weil wir hier die einmalige Chance haben, dieses wichtige Gebäude zu sichern. Und wir haben hier eben auch mit der Spende der Familie Arnold eine außerordentlich tolle Unterstützung für dieses Vorhaben. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Ich hatte noch übersehen, es gibt noch zwei Änderungsanträge. Einen von der AfD, die kann den jetzt einbringen, und Freie Wähler, der ist aber allerdings vom 5.7.23. Ich weiß nicht, ob der noch Bestand hat. Wenn ja, würden wir den auch erst einbringen, und dann würde man die Fraktionsrunde wie angekündigt einsteigen. Und ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir Top 13 heute auch noch brauchen. Herr Laczynski, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Wir diskutieren heute hier über eine Vorlage, die vor einiger Zeit
bereits schon mal auf dem Weg im Stadtrat war. Der ältere Änderungsantrag zeigt das ja auch relativ deutlich, der dann aber aufgrund einer absehbar fehlenden Mehrheitsfähigkeit nicht im Stadtrat aufgerufen wurde. Inhalt dieser Vorlage ist es, das Areal der Robotronenkantine zu kaufen, diesen mit einem erheblichen Betrag von Steuergeldern zu sanieren und darin eine künstlerische Nutzung dann zu etablieren. Für den Erwerb der Immobilie bestand weitestgehender Konsens. Die fehlende Mehrheitsfähigkeit dieses Vorhabens bezog sich auf den Teil, der sich mit der Sanierung beschäftigte. Herr Kühn führte ja bereits aus. Die Sanierungskosten betrugen laut den Planungen etwas über 2019 etwas über 9 Millionen Euro. In der Zwischenzeit haben wir bekanntlich Corona-Lockdowns, einbrechende Lieferketten und enorme Baupreissteigerungen und auch einen Mangel am Baustoffmarkt. Die Annahme, dass diese 9 Millionen auch für eine Leitsanierung nicht mehr ansatzweise ausreichen werden und vermutlich ein wesentlich höherer Betrag fällig werden wird, ist demnach mehr als berechtigt. Für dieses Geld könnte an anderer Stelle ein vergleichbares Objekt für Kunst und Kultur neu errichtet werden. Zur Sanierung dieses Objektes beabsichtigt Herr Kühn, auf einen Fördertopf des Bundes für Stadtentwicklung zurückzugreifen, der mit den Entwicklungszielen dieses Objektes nicht wirklich in Einklang steht. Er hat ja gerade gesagt, er sieht da eigentlich ganz gute Aussichten dafür. Im Ausschuss sagte er noch, dass das Motto dieses Fördertopfes sei 75 Jahre Grundgesetz. Nun stellt sich die Frage, inwiefern Gebäude der Ostmoderne unter das Motto 75 Jahre Grundgesetz fallen. Zur Erinnerung, das DDR-Regime hatte nichts mit dem Grundgesetz zu tun, im Gegenteil. Die Förderfähigkeit dieses Projektes ist aus unserer Sicht demnach mehr als fraglich. Die Gefahr ist also sehr groß, dass die Stadt dann einen zweistelligen Millionenbetrag in einem sehr knapp bemessenen städtischen Haushalt zur Finanzierung dieser Sanierung finden muss. Der Stadtrat wird sich dann also entscheiden müssen, ob wir in den kommenden Jahren den Klotsche oder Pieschen Schwimmhallen bauen oder lieber den Robotronenflachbau sanieren. Wenn wir gerade beim Geld sind, als AfD sind wir natürlich für jeden dankbar, der sich mit den Entwicklungszielen unserer Stadt identifizieren kann und diese auch bereitwillig finanziell unterstützt. Wenn aber Spenden schon nur zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden, sollten diese aber dann für Ziele zur Verfügung gestellt werden, die entweder bereits Beschlusslage sind, oder aber die Spenden sollten in der Größenordnung zur Verfügung gestellt werden, dass eine auskömmliche Finanzierung dieses Vorhabens, des gesamten Vorhabens, gewährleistet werden kann. Mit der hier vorgeschlagenen Spendenannahme von 1,5 Millionen Euro verpflichtet sich die Stadt gleichzeitig zu Investitionen des mindestens fünffachen, vermutlich sogar des zehnfachen Betrages. Mich erinnert das so ein bisschen an diese Phishing-Mails von 2018, als nigerianische Prinzen geschrieben haben, dass sie gegen eine sofortige Zahlung von 20.000 Euro im nächsten Monat 2 Millionen Euro zurücküberweisen. Ich frage mich gerade, wie viele Stadträte da wohl daraufhin reingefallen sind. Mit unserem Antrag schlagen wir vor, an den bisherigen Stadtentwicklungszielen der Landeshauptstadt Dresden festzuhalten. Ich erinnere hier an den Stadtratsbeschluss aus den 2000er Jahren und an die Broschüre der Landeshauptstadt Dresden mit dem Titel Blüherpark Dresden – Entwicklung der historischen Parkanlage, welche im Dezember 2007 vom damaligen Beigeordneten für Wirtschaft und Umwelt, Herrn Dirk Hilbert, herausgegeben wurde. Als Entwicklungsziel wurde dort die Wiederherstellung der historischen Hauptachse des Blüherparkes ausgewiesen. Dies beinhaltet unter anderem die Anlage der historischen Kräutergärten, Wegebeziehung und die Wiedererrichtung des zweiten Torhauses. Auch aus Sicht der Landesdenkmalpflege wurde dieses Entwicklungsziel maßgeblich unterstützt und ist auch heute noch in dieser Form als Flächendenkmal vermerkt. Umso verwunderlicher ist es, dass die Landesdenkmalpflege mit der Unterschutzstellung des Robotronenflachbaus nun für einen und dieselbe Fläche plötzlich vollkommen konträre Entwicklungsziele ausweist, welche kaum miteinander in Einklang gebracht werden können. Mit diesem Antrag wollen wir deshalb auch darauf hinwirken, dass dieser Widerspruch seitens der Denkmalpflege aufgelöst wird und hier eine geordnete Stadtentwicklung erfolgen kann. 2020 hat dieser Stadtrat zudem den Klimanotstand für unsere Stadt beschlossen und Klimaschutzmaßnahmen zur höchsten Priorität des städtischen Handelns erkoren. Glaubt man den Pressemeldungen, jagen derzeit ein Hitzerekord den nächsten. Die Dachflächen der Robotronenkantine werden laut Klimafunktionskarte als Bereich hoher Überwärmung ausgewiesen, der danebenliegende Blüherpark als Bereich der Kalt- und Frischluftentstehung. Mehr Blüherpark bedeutet demnach also auch mehr Frischluft für unsere Innenstadt. Insofern hat der Stadtrat heute die Möglichkeit, einerseits einen Flachbau in unserer ohnehin schon überwärmten Innenstadt mit viel Geld zu sanieren oder aber zu zeigen, dass sie ihre eigenen Beschlüsse auch dann ernst meinen, wenn sie es selbst in der Hand haben und wenn es eben nicht nur darum geht, andere mit Klimapolitik und Klimaschutz zu gängeln. Sollte unser Antrag keine Mehrheit erhalten, bitte ich um punktweise Abstimmung des federführenden Ausschussberichtes. Vielen Dank. Dann würden wir jetzt weitermachen. Freie Wähler, Freie Bürger, Klaus Lippmann, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Um das nochmal zu präzisieren, unser Ergänzungsantrag ist unter dem Datum 5. Juli 2023 auf die Reise gegangen, kurz vor der Sommerpause. Er hatte mindestens einen Erfolg. Er hat die Denkmalpflege aufgeweckt, denn genau sechs Wochen später war der Bescheid und die Denkmaleigenschaft der Robotronenkantine festgestellt und der Bescheid in der Landeshauptstadt eingegangen. Sechs Wochen, nachdem das auch durch die Presse ging, dass wir für den Abriss der Robotronenkantine uns eingesetzt haben. Die Zeit von damals ist nicht mehr die von heute, von vor 10 Monaten. Damals lag auch eine Abrissgenehmigung für dieses Gebäude vor, die noch Gültigkeit hatte. Und es ist schon erwähnt worden, 2017 hatte die Stadt eine vorzügliche Planung in weiser Vorausschau auf die Diskussion, die wir heute ganz akut führen. Herr Laczynski hat es gerade erwähnt, diesen Grünzug, großer Garten, Plyor-Park bis zum Promenadenring durchzuziehen und dafür zu sorgen, dass wir dort eine durchgehende Grünverbindung haben. Das war damals die Idee, 360.000 Euro, es war auch schon ein Preisschild dran, hätte uns das gekostet und ich glaube, es wäre gut investiertes Geld gewesen. Die Sanierungsaussage, und es war damals eine Sanierungsaussage aus meiner Sicht, und das ist heute sicher nicht anders, müsste man nochmal recherchieren, ging es um die Sanierung des Gebäudes und da war die Aussage, liegt deutlich über 10 Millionen Euro. So, und jetzt sind etliche Jahre ins Land gegangen, die rechtlichen Vorschreibungen haben sich verändert, die nicht unbedingt baukostendämpfend sind. Der Verfall des Gebäudes ist weiter vorangeschritten, die Baukostensteigerung ist eingetreten. Und wir haben die Erfahrung mit der TU Mensa, die also auch ein Gebäude der Ostmoderne ist. Und also insofern haben wir in Dresden mindestens 2 Sanierungskosten mit Einbauten, 39 bis 42 Millionen Euro. Das mal eben so als Hausnummer, die sind öffentlich, die Zahlen insoweit, denke ich, können die auch hantiert werden. Um das Thema Robotronenkantine dann endgültig zu lösen, hat der Oberbürgermeister, hat die Stadtverwaltung nun das Projekt und die großzügige Spende der hochgeschätzten Familie Arnold miteinander verbunden und damit eigentlich die Diskussion ja fast geerdet. Denn wer möchte gegen diese Annahme der Spende eigentlich stimmen? Das wäre... Und das ist hochproblematisch. Der Umgang mit Familie Arnold sollte sehr sensibel eingedenk der Tatsache, dass diese Familie oder was diese Familie für diese Stadt getan hat, in grauer Vorzeit und nach der Wende sich an das erinnernd, was damals in Dresden gut gelaufen ist und nicht das vergessend, was dann Deutschland mit der Familie Arnold gemacht hat. Familie Arnold hat die Spende gegeben und ich denke, wir haben jetzt ein Problem, das aber nicht der Familie Arnold anzulasten ist. Man kann das einen klugen Schachzug nennen, aber man kann auch klar sagen, wir haben hier ein Zukunftsproblem, denn das, was jetzt mit Sanierung in der Vorlage drinsteht, diese 5 Tranchen bis 2029, das sind noch 1 oder 2 Generationen Stadträte, die das Thema dann haben, das halte ich für eine Luftbuchung, eine Luftnummer. Die Sanierung wird teurer werden. Wir haben das am Gebäude gegenüber erlebt. Das ist noch keine 2 Jahre her, wo dort also Sanierungskosten aufgerufen worden sind. In der Lingner Allee 3 ist das, glaube ich, ne, was jetzt also genutzt wird. Und ein halbes Jahr später hatten wir eine ergänzende Vorlage zu Mehrkosten. Das ist das Problem, was wir in der Zukunft haben werden. Und die Ausgaben für den Kulturbereich, ohne jetzt Kultur gegen etwas anderes ausspielen zu wollen. Aber wir haben heute gerade eben einen sehr teuren Beschluss gefasst, zu dem wir auch vollkommen stehen. Aber es sind Kosten, die also anhalten werden. Und auch diese Maßnahmen, die wir jetzt umsetzen, Robotronenkantine, Renitzgasse, sind dauerhafte Kosten, sowohl der Unterhalt des Gebäudes auf der Renitzgasse 8 als auch Betriebskosten, als auch Betreibung schlechthin, genauso wie für die Robotronenkantine auf Dauer, sind das Ausgaben, die sich sehr, sehr stark addieren und die Sanierungskosten, wie gesagt, sind nicht absehbar. Insofern und vielleicht auch aus formalen Gründen haben wir unseren Ersetzungs- oder Ergänzungsantrag aufrechterhalten und plädieren hier an dieser Stelle noch einmal dafür, hier dazu zu stimmen und
die Verantwortung für die weiteren Sanierungskosten in diesem Haus in der nächsten Legislatur übernimmt. Vielen Dank. Dann machen wir jetzt weiter, wie angekündigt, Thomas Löser, Fraktion Bündnis 90 Grünen, danach Mario Schmidt, CDU-Fraktion. Danke sehr. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream, falls Sie uns verfolgen. Ich würde gern hier jetzt mal den positiven Part spielen in dieser Runde. Ich will nicht verschweigen, dass das eine Entscheidung ist, die man sich lange überlegt hat und die ja auch in vielen Abwägungen zustande gekommen ist. Aber ich glaube, sie birgt vor allen Dingen Chancen und eben nicht so viele Probleme, wie hier benannt worden ist. Dresden ist eine Kunst- und Kulturstadt. Und eine Kunst- und Kulturstadt lebt nicht nur von dem, was sie die letzten 100 Jahre sich erarbeitet hat, wo auch viele Menschen außerhalb von Dresden mitgearbeitet haben, sondern eben auch von dem, was sie heute anbietet. Und wir haben hier eine Möglichkeit, eine Chance zu nutzen, gleich hier gegenüber, mit dieser kulturpolitischen Entscheidung von enormer Bedeutung, einen Meilenstein für die Kunst, für die zeitgenössische Kunst in Dresden zu schaffen. Und es ist bekannt, es war ein langer Weg vom Abrissplan bis heute zum hoffentlichen Ankauf und der Annahme der Spende. Und es geht hier eben um eine schrittweise Sanierung. Und ich will mal dem entgegensprechen, dass man hier die 9 Millionen jetzt hinschiebt und sagt, da passiert nichts, wenn man das nicht sofort so macht. Dieses Gebäude ist bereits in Nutzung. Es ist in Nutzung seit 2-3 Jahren. Ich zeige Ihnen hier hinten mal Bilder von den letzten 2-3 Jahren. Und ich möchte mich recht herzlich bedanken, auch bei allen, die daran beteiligt waren. Und ich nenne sie mal, das war das Netzwerk Ostmoderne, die als initial darauf aufmerksam gemacht haben, dass dieses Gebäude eines der allerletzten ist, was wir aus dieser Zeit noch haben. Sie haben den Denkmalschutzstatus hervorgehoben und das Landesamt ist ihm dann gefolgt. Und Denkmalschutz ist ein dynamischer Prozess. Und diese Diskussion, die sie vorhin aufgemacht hat, die hat es gegeben, aber sie ist jetzt entschieden. Wir haben die Australe, die das Gebäude nutzt. Wir haben das Kunsthaus, die das Gebäude nutzen. Es gab von Wir gestalten Dresden ganz viel Initiativzündung und die Kreativwirtschaft hat darum gerungen, dass wir hier ein Konzept machen für dieses Bild, für dieses Gebäude. Ich will nochmal darauf hinweisen, dieser Komplex des Robotronsgelände, das gehört auch zur Dresdner Industriegeschichte. Und am Ende bleibt vielleicht in 20 Jahren nur diese Robotron-Kantine, wenn nämlich alles andere abgerissen wird. Es ist gebaut worden, es ist gesagt worden, als Keimzelle der Mikroelektronik. Es ist ein ganz wichtiger Ort in Dresden, den wir auch würdigen sollten. Architektenkollektiv Axel Magdeburg, Werner Schmidt, es gab eine extra Kunst am Bauklasse mit Karl-Heinz Adler, Friedrich Kracht und Leonie Wirth. Und ja, nach 1989 hat man diese Gebäude als optisch verschlissen betrachtet. Man hat eigentlich alles zum Abriss freigestellt. Wir kennen das von der Prager Straße. Vieles ist abgerissen worden. Man hat dann langsam angefangen mit Rundkino und Kulturpalast, auch diesen Wert dieser Gebäude zu erkennen. Und dieses Gebäude braucht eine Nutzung. Es ist sinnlos, es rumstehen zu lassen und nur mit Nutzung funktioniert es. Und deswegen, glaube ich, ist diese Diskussion um diese Nutzung ganz wichtig. Und sie ist eine gute Nutzung, die jetzt da reinkommen soll. Es ist das Kunsthaus und es ist die Ostrale. Und beides sind ganz wichtige Bestandteile der zeitgenössischen Kunst in Dresden. Und es ist auch richtig, die Kreativwirtschaft einzubeziehen und wir werden heute auch noch hören, dass die CDU den Antrag stellt, dort weitere Nutzer hinzuzubringen. Ich finde das richtig. Ich glaube, dass das dort wirklich ein ganz offenes, lebendiges Haus werden kann für Konzerte, Ausstellungen, Lesungen. Sie haben das gesehen im Hintergrund, was dort die letzten Jahre gelaufen ist. Wir werden es sanieren, wir werden es schrittweise sanieren. Ich bin wahnsinnig dankbar für diese Spende und möchte mich herzlich bedanken bei der Familie Arnold. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Familie Arnold immer noch 2 Millionen an Dresden gibt. Das Haus der Brücke finden wir auch gut und wir unterstützen natürlich den Gedanken, das Kunsthaus da reinzubringen. Und ich will mal ganz klar sagen, Herr Lazinski, ein bisschen empfinde ich das schon als Unverschämtheit, sich hier hinzustellen und zu sagen, da geben die Arnolds hier 2 Millionen, da hätten sie halt mal 9 gegeben, dann hätten wir es gemacht. Es ist auch an uns hier als Stadtrat, da Verantwortung zu übernehmen und dauerhaft dann dieses Projekt zu sichern, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Projekt. Ich bin auch außerordentlich dankbar dem Bürgermeister Stefan Kühn. Und Sie schelten ihn oft. Das tun Sie ja mit Leidenschaft, die Grünen ja sowieso, aber auch Herrn Kühn. Aber Herr Kühn ist der Bürgermeister, nee, nicht zu Recht, der hier am meisten Fördermittel in diese Stadt bringt für Stadtentwicklungsprojekte. Das macht er einfach, das will ich mal deutlich sagen. Und er bemüht sich darum, eine Förderkulisse zu eröffnen und alles, was Sie sagen, Herr Lazinski, ist, na passt denn das zu 75 Jahre Grundgesetz? Das ist Ihr Thema dabei, ja? Ich finde das nicht gut, ich finde das destruktiv.
Dieses Projekt, glaube ich, ist eine große Chance für das junge, lebendige Dresden. Sie haben das gesehen. Wo haben wir denn sonst einen Ort in dieser Innenstadt, wo sich freiwillig junge Leute treffen nachmittags? Sie sehen das dort, was dort los ist am Skaterplatz. Sie sehen, was los ist zur Eröffnung letztens, zur Techno-Ausstellung. Waren da 2000 Leute, die sind da hingekommen. Das war eine ganz wunderbare Atmosphäre. Ich sage mal, das ist ein super Projekt. Und Herr Zastrow, ich sage es Ihnen auch, einfach mal machen. Das wäre jetzt hier der richtige Slogan. Und ich hoffe, Sie nehmen sich da selber beim Wort. Beim Kragen besser gesagt. Und insofern bitten wir Sie. Vielen Dank. Okay, nächster Redner Mario Schmidt, danach Anja Abel. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe noch anwesende Gäste. Ich gebe es ehrlich zu, unsere Fraktion hat mit diesem Thema lange gerungen. Und wir sind zu einer Entscheidung gekommen, liebe Frau Mühlbach. Ich diskutiere mit dir nicht mehr. Nee, wirklich, hat sich erledigt. Wir sind zu einer Entscheidung gekommen, die heute dazu führen wird, dass wir diesem Kauf zustimmen werden. Wir haben mehrere Gründe dafür. Zum einen, auch wenn andere Fraktionen das anders sehen, wir sagen ganz klar, wir können als Fraktion oder als Stadtrat eine Spende der Familie Arnold nach allem, was diese Familie für diese Stadt getan hat, mit Blick auf die Vergangenheit, die Familie Arnold in dieser Stadt hat, können wir diese Spende nicht ablehnen. Das ist einfach ein Fakt. Und diese Spende hat eine Zweckbindung drin. Das heißt also, wir können am Ende nur das ganze Gesamtpaket nehmen oder es zurückweisen. Und zurückweisen werden wir es nicht, weil es, wie gesagt, mit Blick auf die Familie Arnold nicht funktioniert. Wir haben, das ist uns ganz besonders wichtig gewesen, und das war ein Punkt, zu dem wir dann gesagt haben, da können wir dann zustimmen. Wir haben in den Ausschüssen, im Kulturausschuss und im Bauausschuss die Änderung beantragt. Es ist gerade schon erwähnt worden, dass die Australe ihren festen Sitz in diesem Haus künftig bekommen soll. In der Verwaltungsvorlage steht die Australe drin im Nutzungskonzept, aber es war immer nur so ein Nutzungskonzept. Wir haben klar gesagt, die Australe wird als Nutzer in diesem Haus bestätigt und bekommt einen eigenen Vertrag. Das wurde von der Verwaltung auch so zugesagt und das war die Bedingung dafür, dass die CDU zustimmen kann. Warum? Weil die Australe ein wichtiges Thema ist, was Christa Müller, unsere langjährigen Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecherin, ein ganz wichtiges Anliegen war. Und wir erfüllen dann heute als CDU-Fraktion ein ungeschriebenes Vermächtnis von Christa Müller. Und das ist mir persönlich auch ein persönliches Anliegen. Ein weiterer Punkt. Schön, dass andere das genauso sehen und dass Christa hier Anerkennung in diesem Stadtrat nach wie vor erfährt. Ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist, Kollege Löser hat es gerade schon angesprochen, das Thema Jugendkultur. Mit der aktuellen Techno-Ausstellung ist ein Thema da drüben verankert, wo junge Leute entsprechend hinkommen. Es gibt in Dresden einen Verein, der heißt Spike Dresden e.V. Alle haben in den letzten Wochen in den Medien erfahren oder vernehmen können, dass der Spike seine Heimat verlieren wird, weil das Schulverwaltungsamt der Meinung ist, die Räume anders nutzen zu wollen. Und jetzt findet sich gerade, ist mir, ja. Und jetzt gründet der Spike gemeinsam mit den Sachsens, also mit dem Gründer der Sachsens, eine House of Urban Culture GmbH. Dieses House of Urban Culture soll künftig unter einem Dach alles, was das Thema Hip-Hop-Kultur, Graffiti, Breakdance vereint, alles unter einem Dach quasi bündeln. Das ist noch in Gründung, es ist alles in Erarbeitung, aber es gibt da erste Gespräche. Wir haben gemeinsam einen Termin gehabt, Frau Mennecke-Schwarz vom Kunsthaus sitzt hinten. Wir waren gemeinsam in der Kantine mit den Kollegen und man kann sich da eine Zusammenarbeit sehr gut vorstellen. Und wir glauben, dass das eine Bereicherung auch für dieses Haus nochmal sein kann und man damit auch eine neue Zielgruppe nochmal in dieses Haus mit reinbringen kann. Und deswegen wollen wir, ist dann im Ausschuss entsprechend als ein Prüfauftrag gemacht worden, das ist für uns in Ordnung, wollen wir, dass die House of Urban Culture Idee in die Nutzungskonzeption mit aufgenommen wird und das entsprechend im Stadtrat auch nochmal vorgelegt wird. Und unter diesen Bedingungen wird die CDU-Fraktion heute hier zustimmen und wie gesagt damit einem ungeschriebenen Vermächtnis von Christa Müller zum Erfolg verhelfen.
Und ja, ich spende weitere 50 Sekunden, damit wir vielleicht noch die Entgeltordnung fürs HSKD beschließen können. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter mit Anja Abel, danach Eileen Mühlbach, SPD-Fraktion. Sehr geehrter erster Bürgermeister, werte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Zuhörende. Die DNN titelte am 11.12.2018, schon lange her, Linke will Robotronen-Kantine vor dem Abriss retten. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Antrag gestellt hier im Stadtrat, der hatte folgenden Inhalt. Der Stadtrat bekennt sich zum Erhalt der ehemaligen Robotronen-Kantine in der Lingnerstadt. Ihre Überführung in kommunalen Eigentum und eine zukünftige städtische Nutzung. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zum Erwerb der Liegenschaft unverzüglich in entsprechende Verhandlungen einzutreten und dem Stadtrat Verhandlungsergebnisse zur Beschlussfassung vorzulegen. Der zweite Auftrag war, der Oberbürgermeister wird beauftragt, einen runden Tisch für die konzeptionelle Entwicklung der Robotronen-Kantine als innerstädtische Kultur-, Wissenschafts- und Begegnungsort einzuberufen. An dem runden Tisch sollen Verwaltung, Politik sowie Kreative und Kulturschaffende vertreten sein, darunter die Leitung des Kunsthauses Dresden sowie Vertreterinnen des Projekts Open Future Lab. Was war dem vorausgegangen? Architekten von Ostmodern machten uns aufmerksam, dass dieses Gebäude auf gar keinen Fall abzureißen ist und dass das unbedingt verhindert werden muss. Nicht nur wegen der tollen Lage, sondern vor allen Dingen wegen seiner Bauweise und der künstlerischen Gestaltung. Damals hatte das Gebäude noch keinen Denkmalschutz. Trotzdem folgte der Stadtrat dem Anliegen von uns und dann unterstützt von den Grünen und stimmte dem Antrag zu. Seitdem wird um die 1974 eröffnete zentrale Betriebsgaststätte des Kombinats Robotronen gerungen. Architekturhistorisch betrachtet ist die Robotronen-Kantine Zeugnis einer Zeitepoche. Die ursprüngliche architektonische und künstlerische Ausgestaltung der Robotronen-Kantine ist bis heute ziemlich gut erhalten. Die künstlerische Gestaltung der Betonbrüstung durch Friedrich Kracht, und wir sanieren ja gerade einen der Krachtbrunnen, und der Formsteinwände im Saal 1 und 2 durch den Bildhauer Eberhard Wolf sind besonders herausragende Beispiele für die Ostmoderne in der DDR und eigens für diesen Ort entworfen. Die heute abzustimmende Vorlage, das Grundstück mit der Robotronen-Kantine für 110.000 Euro zu kaufen, stimmt die Linke begeistert zu. Lange haben wir uns dafür eingesetzt. Das Kunsthaus hat in den letzten Jahren das Gebäude nicht vor sich hin dämmern lassen, sondern das Haus mit sehr unterschiedlichen Ausstellungen und Kunstaktionen bespielt. Großartig ist, dass auch die Ostrale nun nach jahrelangem Ringen um einen Ausstellungsort endlich diesen mit der Robotronen-Kantine gefunden hat und letztes Jahr eine spannende und zur Diskussion anregende 14. Ostrale gezeigt hat. Ein Dank an Frau Hilger und dem Verein Ostrale Freunde für dieses jahrzehntelange Durchhalten. Aus diesem Grund befürwortet die Linke sehr, dass das Kunsthaus Dresden und die Ostrale diesen Standort übernehmen. Und wir sind doch einverstanden mit dem Erweiterungsvorschlag durch die CDU, dass noch weitere Akteure dazukommen. Fast 6 Jahre nach unserem Beschluss hier im Stadtrat bekommen wir die Vorlage zur Umsetzung. Man könnte das Sprichwort, welches dem antiken römischen Dichter Ovid zugeschrieben wird, sagen, was länger währt, wird endlich gut. Ein kurzer Satz, der auf lange Erfahrung beruht. Die daran beschriebene Erfahrung ist, dass sich nach langem, beharrlichen Bemühen in aller Regel auch ein gutes Ergebnis einstellt. Hier bei diesem beharrlichen Bemühen war auch die Verwaltung an unserer Seite. Wir haben hier ein sehr gutes Ergebnis vorliegen. Die Linke stimmt dem zu und ich freue mich auf zukünftige kulturelle Besuche in der Robotronen-Kantine. Dann machen wir weiter, Eileen Mühlbach, SPD-Fraktion. Dann könnte noch mal Klaus Lippmann, wenn gewünscht. Oder wir können dann vielleicht auch den Sack zumachen. Weil FDP-Fraktion kann dann natürlich auch noch reden, wenn gewünscht. Und dann können wir zur Entgeltordnung auch noch kommen.
einigen über. Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, liebe Dresdnerinnen und Dresdner im Stream, ich will mal ein bisschen in kleinen Schritt weggehen von dem Thema Gebäude an sich und von dem Thema Spende. Ich glaube, da ist alles gesagt und wir sind uns alle einig. Was hier so ein bisschen sperrig im Titel einherkommt, das ist, wie ich finde, nicht mehr und nicht weniger als die Erfüllung eines Traumes für viele Kunst- und Kulturschaffende in dieser Stadt, nämlich eines Traumes eines Hauses für die zeitgenössische Kunst in der Mitte unserer sonst ja eher barocken Heimatstadt. Ich möchte mal zitieren aus dem Konzept zeitgenössische Kunst, das der Kulturausschuss schon 2011 in Ergänzung zum Kulturentwicklungsplan verabschiedet hat. Da heißt es nämlich: Gegenwärtig sind die im Kunsthaus in der Rähnitzgasse gegebenen baulichen und sonstigen Rahmenbedingungen nicht optimal für überregional und international bedeutende Kunstpräsentationen. Ich lasse was aus. Da auch der Freistaat Sachsen über kein derartiges Haus verfügt, fehlt in Dresden ein geeigneter Ort, an dem international relevante Kunst bzw. die aktuellen internationalen Kunstströmungen angemessen gezeigt werden können. Längerfristig wird deshalb die Schaffung einer Kunsthalle an einem günstigeren Standort angestrebt. Und ich glaube, das zeigt uns ganz deutlich, dass wir jetzt hier in Dresden nach langer Zeit, das wurde gerade auch von Anja Abel gesagt, diesen Traum einen Schritt näher kommen, den es schon so lange gibt, solange ich denken kann. Immer muss der anderen Prioritäten weichen und heute ist er auch dank dieser Spende ganz nah. Deshalb bitte ich um Zustimmung zur Beschlussempfehlung aus dem federführenden Kulturausschuss. Und ich möchte an dieser Stelle, Mario, auch wenn du nichts mehr mit mir zu tun haben willst, den Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss ganz herzlich Danke sagen für diesen wunderbaren Kompromiss, den wir ausgehandelt haben, der zum einen der Verwaltungsvorlage Rechnung trägt und dem Kunsthaus Dresden als Galerie für die Gegenwartskunst einen neuen Standort zuweist und zum anderen der Australe, die es 2025 dann auch schon zum 15. Mal in unserer Stadt geben wird, einen festen Platz geben wird. Und jeder, der die Australe in der Robotron-Kantine besucht hat, der hat gesehen, dass es ihr gut tut, in der Mitte der Stadt angekommen zu sein und auch für Touristen viel stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt zu sein. Die Stadt braucht Experimentierräume, deswegen finden wir auch den Vorschlag der CDU gut. Ein House of Urban Culture dort zu installieren, auch als vielleicht neuer Platz für das Spike. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass eine neue Heimat braucht. Kurz, meine Fraktion wird dem Antrag zustimmen. Zeitgenössische Kunst kann ihre Wirkung nur dann entfalten, wenn sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und dafür gibt es mit der Robotron-Kantine eine einmalige Chance. Vielen Dank. Schönen Dank. Nochmal das Wort Klaus Lippmann. Gleich von dort, ja. Ja, der Antrag liegt allen vor, datiert von 5.7.23 zur Vorlage 22.47.23. Punkt 1, Punkt 2, dem würden wir zustimmen. Punkt 3 sollte neu formuliert beschlossen werden. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die weitere Nutzung des Grundstücks folgende Prioritätenliste zu unterwerfen. Erstens Nutzung als Ergänzung des Grünzugs Bürgerwiese Blüherpark. Zweitens in der Hierarchie, also danach Bebauung im Rahmen des kommunalen Wohnungsbaus. Drittens Ausschreibung zur Bebauung nach Konzeptvorgaben. Und viertens Einsatz als Tauschgrundstück. Das war damals die Prioritätenreihenfolge, die wir gern vorgeschlagen haben und beschlossen wollten. Okay. FDP-Fraktion das Wort gewünscht? Nein. Dann AfD, würde ich nochmal Herrn Gilke aufrufen. Und wenn es keine weiteren Wortmeldungen jetzt mehr gibt, dann würden wir hier die Rednerliste schließen, beziehungsweise dann zur Abstimmung kommen. Herr Gilke, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Bekommen wir etwas geschenkt, so ist es zum ersten Mal eine Freude. Vor allem, wenn es recht groß ist, wie dieses Geschenk. Hier reden wir allerdings von einer Spende. Aber wenn die erste Euphorie vorüber ist, ist es wichtig, sich diese Spende mal genauer anzusehen, da diese mit Bedingungen gemacht wurde. Die erste Frage, die man sich hier stellen muss, will man die Robotron-Kantine erhalten, ja oder nein? Wenn nein, klare Sache, kann die Spende nicht angenommen werden. Allerdings ist diese Spende an weitere Bedingungen geknüpft. Denn es soll als Kunsthaus genutzt werden, also eine noch detailliertere Nutzung, die mit der Spende vorgeschrieben werden soll. Also bedarf es eine weitere Frage, die man sich stellen muss. Will man die Robotron-Kantine als Kunsthaus nutzen oder nicht?
An sich kann man wieder sagen ja oder nein, aber bei einem Ja ist das nicht ganz so einfach, denn die Sanierung der Robotron-Kantine ist deutlich teurer, als die Spende abdeckt. Die Spende ist deutlich unter 15% der erwarteten Baukosten. Und da stelle ich mir die Frage, ist es überhaupt legitim, dass eine zukünftige Nutzung von einem Spender festgelegt wird? Die finanzielle Hauptlast trägt der Steuerzahler. Da erinnere ich mich an den Wiederaufbau der Frauenkirche, die durch Spenden aufgebaut wurde. Stellen wir uns mal vor, einige Spender hätten darauf bestanden, dass dort nach Fertigstellung eine Spielhölle untergebracht wird. Mit diesem Gedanken lasse ich Sie mit der Forderung der Spender für die Robotronen-Kantine alleine. Machen Sie sich Ihre Gedanken. Zu Herrn Löser möchte ich sagen, Sie sprachen vom letzten Gebäude der Ostmoderne. Und dann sprechen Sie vom Rundkino. Sie widersprechen sich das sich selber. Und wann waren Sie das letzte Mal in Drolis? Und Herr Schmidt, eine Frage. Sie haben einen Freibrief erstellt. Wie ist das mit dem Grundgesetz vereinbar? Danke. So, dann würden wir ins Abstimmungsverfahren einsteigen. Ich würde zunächst mit dem Top 7 beginnen. Dort als erstes den Änderungsantrag der AfD abstimmen lassen. Wie angekündigt, wenn er keine Mehrheit kriegen sollte, dann würde ich abstimmen lassen, den Punkt 3 aus dem Antrag Freie Wählerfraktion zu ergänzen. Wenn das keine Mehrheit kriegen würde, würden wir dann so über den ungeänderten Ausschussbericht abstimmen und das wie beantragt punktweise. Okay, dann stelle ich zunächst den Änderungsantrag AfD zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 17 Ja, 48 Nein, 0 Enthaltung keine Mehrheit bekommen. Und ich stelle den Änderungsantrag der Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 17 Ja, 48 Nein, 0 Enthaltung keine Mehrheit bekommen. Dann nehmen wir den federführenden Ausschussbericht und ich stelle zuerst zur Abstimmung den Punkt 1. Wer kann hier zustimmen? Den bitte ich um das Stimmzeichen. Das ist echt unangenehm hier vorne. Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, damit so beschlossen. Ich stelle den Punkt 2 zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, bitte um das Stimmzeichen. Wäre mit 65 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung so beschlossen. Ich stelle den Punkt 3 zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Ebenfalls einstimmig mit 65 Ja-Stimmen beschlossen. Punkt 4 stelle ich zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 45 Ja, 19 Nein, eine Enthaltung so beschlossen. Punkt 5 stelle ich zur Abstimmung. Ja, 20 Nein, 0 Enthaltung so beschlossen. Punkt 6 stelle ich zur Abstimmung. Ja, 18 Nein, 0 Enthaltung so beschlossen. Punkt 7 stelle ich zur Abstimmung. Ja, 20 Nein, 0 Enthaltung so beschlossen. Punkt 8.
45 Jahren, 19 Nein, eine Enthaltung so beschlossen. Und zum Schluss noch der Punkt 9. Ja, 16 Nein, eine Enthaltung ebenfalls so beschlossen. Vielen Dank. Und wir kommen zu Top 8. Das ist die Annahme und Verwendung der Spenden. Hier stelle ich den federführenden Ausschussbericht Finanzen zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 45 Ja, 2 Nein, 11 Enthaltungen so bestätigt und beschlossen. Vielen Dank. Und wir kommen zur